Hallo ihr Lieben zu Hause, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mampfen mit Monster und Maus. Ich bin der Tim und habe heute die Natascha mitgebracht und natürlich unser Zeitungsmonster, den Kruschel. Wir werden heute zusammen was ganz Leckeres zubereiten, was Süßes. Und zwar einen Nutella-Grießbrei mit frischen Erdbeeren. Und dafür wird der Kruschel jetzt schon mal unsere Erdbeeren vorbereiten. Ich werde ihm das einmal zeigen, das ist eine ganz einfache Arbeit. Wir haben die Erdbeeren jetzt schon mal gewaschen. Da schneiden wir oben unseren grünen Strunk ab. Und dann werden wir die Erdbeeren nehmen, einmal halbieren, nochmal halbieren und nochmal sozusagen achteln. Du passt auf, Kruschel. Sehr gut. Und legst mir die gerade hier in die Schale rein, ja? Klappt das? Ich verlasse mich auf dich. Hier ist das Messer und die Erdbeeren. Natascha und ich gehen jetzt darüber und werden uns um den Grießbrei kümmern. Kruschel, wir sehen uns später wieder. So, hier drüben haben wir uns jetzt schon mal unsere Milch vorbereitet für den Grießbrei. Natürlich unseren Grieß, ein bisschen Kakao. Da haben wir Süßstoff und keinen Zucker heute. Wir haben ein bisschen auf die Kalorien geachtet. Dann haben wir noch Backpulver und natürlich Nutella. Nutella für unseren Nutella-Grießbrei. Wir werden jetzt als erstes die Milch in unseren Topf geben. Die werden wir jetzt einmal aufkochen. So, Natascha, stelle ich mal dahin und guck mal, der Herd ist ziemlich schnell, wenn es anfängt zu kochen, lassen wir ganz langsam den Grieß reinrieseln und ständig am Rühren. Dauert noch einen Moment. Guck mal, in der Mitte fängt sie an zu kochen. Jetzt lassen wir ganz langsam, wenn die Milch kocht, unseren Grieß einrieseln und immer rühren dabei. Jetzt muss aufpassen, jetzt kann es nämlich passieren, wenn wir den Grieß dazu geben, dass es am Boden sich ansetzt. Deswegen immer schön kräftig auch am Rand rühren. Währenddessen geben wir jetzt schon unseren Süßstoff dazu. Dann auch den Kakao und immer rühren, immer rühren. Jawohl. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger, gell, Natascha? Naja. Aber geht noch, oder? Ja. So, und jetzt zum Schluss kommt natürlich noch unser Esslöffel Nutella hinzu. So, jetzt ist wichtig, wirklich kräftig rühren, weil ruckzuck ist es angebrannt am Topf, weil das Ganze natürlich jetzt eine dicke Masse ist. So, jetzt habe ich hier natürlich noch den Backpulver vorbereitet. Ich denke, der ist soweit gut. Unser Backpulver, das werden wir jetzt nicht in dem kochenden Zustand mit runtergeben, sondern wir gehen jetzt gleich rüber in unsere Rührkessel. Und in dem Rührkessel werden wir jetzt den ganzen Grießbrei, der gekocht ist, nochmal aufrühren. Und da werde ich das Backpulver dazugeben und dadurch wird das Ganze dann ganz fluffig und locker. Geben das in unseren Rührkessel rein. So, Natascha, du kannst mal drüben den Backpulver gerade hergeben. So, ich mache jetzt die Maschine an, lass es laufen und während die Maschine die Luft runterschlägt, geben wir ganz langsam unser Backpulver dazu. So, jetzt haben wir unseren Grießbrei hier aufgeschlagen in unserer Maschine, haben das Backpulver drunter, das Ganze ist jetzt eine fluffige Masse geworden. Jetzt gucken wir mal, ob der Kruschel drüben fertig ist mit den Erdbeeren, weil dann können wir schon anrichten. Hey Kruschel, sehr gut. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir die Erdbeeren fertig, unser Grießbrei ist fertig, aber jetzt werden wir die Erdbeeren noch ein bisschen marinieren und zwar einfach nur mit Zucker. Gebe ich das hier mal rüber in die Schüssel. Mach noch ein bisschen Zucker dran. Natascha, gibst du mir gerade mal so einen Löffel da? Genau, jetzt rühre ich das nochmal durch. Und durch den eigenen Saft von den Erdbeeren löst sich jetzt der Zucker auf. Der Kruschel hat, glaube ich, schon einen ganz großen Hunger hier. So, wir haben angerichtet, wir haben dekoriert, wir haben fertig gekocht. Der Kruschel hat Hunger. Uns interessiert es auch, ob es schmeckt. Du hast eben schon mal genascht, aber jetzt geben wir das Ganze mal dem Kruschel zum Probieren und hören, was der Meister sagt. Oh, ich glaube, dieses Zeichen sagt uns, dass es schmeckt. Natascha, Löffel, Schale. Ich würde sagen, wir bewaffnen uns und probieren mal, was wir da Leckeres gekocht haben. Das ist ein richtiger Grießbrei mit Nutella. Genial, schmeckt es dir auch? Ja,
Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, wir haben unser Ziel umgesetzt, einen leckeren Grießbrei aus Nutella gemacht, frische Erdbeeren dazu. Ich glaube, das ist ein Hammer im Sommer. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachkochen oder jetzt auch schon Spaß gehabt beim Mitkochen. Seid das nächste Mal wieder dabei, schaltet wieder ein. Uns hat es Spaß gemacht. Wir verabschieden uns, sagen bis zum nächsten Mal bei Mampf mit Monster und Maus.